Hallo, mein Name ist Thorsten Luhm und ich möchte dir heute wieder eines meiner kleinen Fotoprojekte vorstellen. Das stand so lange auf meiner To-Do-Liste und man fragt sich, was ist das Problem? Das Thema heißt Feuer und Flamme und es geht um ein brennendes Streichholz. Damit geht das Problem ja schon wieder los. In einem Nichtraucherhaushalt ist es ganz schön schwierig, Streichhölzer aufzutreiben. Denn ich habe zwar immer Kaminhölzer gesammelt, so mal fürs Grillen und für einen Feuerkorb und so ein Zeug. Natürlich sind die jetzt, wo ich gesagt habe, heute mache ich das, nicht auffindbar. Ich habe also in der üblichen Küchenschublade eine Packung gefunden. Uralt. Allerdings leider nicht mehr Welthölzer, sondern so Supermarktzeug. Aber vom Firmenlogo her sieht man schon, das ist also schon historisch. Drin sind akzeptable Streichhölzer. Also nicht so die schön mit den roten Köpfen. Und auch das Hölzchen geht noch. Aber wenn du schon mal andere Streichhölzer in der Hand gehabt hast, da gibt es ja so komische dünne Runde und so plastikmäßig oder weiß ich nicht, was das ist. Ich meine, wir sind ja hier bei einem Fotoprojekt und da sollten die Streichhölzer schon was taugen. Ich habe dann im weiteren Verlauf noch eine andere Schachtel gefunden. Die ist jetzt schon wieder verschwunden. Da gibt es rote Köpfe. Deswegen werden nachher auf den Fotos unterschiedliche Streichhölzer auftauchen und sozusagen dann das ästhetische Befinden beruhigt werden. Das zweite ist, da man ein Streichholz, wenn man es fotografieren will, nicht so ohne weiteres so erwischt. Hast du ja gesehen, das ist schon eine Aktion, dann gleichzeitig noch eine Kamera bedienen. Das klappt nicht so ganz einfach, obwohl ich dafür auch schon eine Idee habe. Bisher ist es aber so, in diesem Video verwende ich so eine Klemme, die, ja, muss ich jetzt nicht vorführen, dass hier das Streichholz eingeklemmt wird. Was hier aber interessant ist, hier sind Stativgewinde, 1/4 Zoll, 3/8 Zoll, sodass du das auf ein normales Stativ setzen kannst. Und da kommt dann auch wieder mein Mini-Stativ zum Einsatz. Ganz normal Stativgewinde, dann wird das hier drauf gesetzt. Und man hat dann die Halterung, die ich hier hinbauen kann. Zack, zack. Das ist das eine. Das andere ist, ich bin ja jetzt im Studio doch ein Fan von Blitzgeräten geworden, weil man damit das Licht sehr gut steuern kann. Auch irgendwie besser, erstaunlicherweise, als mit Dauerlicht. Beim Videofilm braucht man Dauerlicht. Ich habe also das ganze Zeug, das macht auch das so schwierig, Fotoprojekte vorzustellen, weil ich die ja nicht in hellen Räumen mache, aber auch nicht mal bei vollkommener Dunkelheit. Deswegen gibt es immer so ein bisschen Kompromisse, wenn ich hier sowas vorstelle. Ich benutze einen Aufsteckblitz, also keine super Hightech-Tralala mit irgendwelchen Lichtformern und so. Ich bin ja ein Fan von Yongnuo und da manche Blitze ja schon den Yongnuo zum Verwechseln ähnlich sind, habe ich mir mal in so einer Flash-Sale-Aktion den Andur, keine Ahnung, gekauft. Der sieht dem Yongnuo wirklich zum Verwechseln ähnlich. Da mache ich noch mal ein Video zu. Da ich auch gerne weiß, wovon ich rede, teste ich in diesem Fotoprojekt diesen Blitz und mal sehen, wie er sich so schlägt. Er sieht wirklich dem Yongnuo zum Verwechseln ähnlich aus, ist auch fernbedienbar. Der Transmitter, der Sender wird auch mitgeliefert, sieht auch dem Yongnuo sehr zum Verwechseln ähnlich aus. Und bei einem Teil der Aufnahmen, das wirst du auch später sehen, da liegt der Blitz einfach so in der Gegend rum. Da es ja Funktechnologie ist, braucht er keine Sicht zum Gerät, also wie bei Infrarot oder so. Das hier hat mit Infrarot jetzt nichts zu tun. Dann lasse ich den da liegen. Oder es kommt ein weiteres Mini-Stativ zum Einsatz. Ja, Stative sind ein echt unterschätztes Zubehörteile in der Fotografie, weil irgendwie kein Display und keine USB-Schnittstelle. Da wird dann der Blitz drauf gesteckt. Das ist manchmal ein bisschen fummelig, weil ich das nicht so häufig benutze. So. Und dann kann man den hier platzieren. So ungefähr ist das Setup.
Im Hintergrund gibt es ja nicht mein schönes Regal zu sehen, sondern da habe ich dann mit Hilfe so einer Lichthalter-Stativ-Konstruktion ein schwarzes Molton-Tuch aufgehängt, feuerfest oder schwer entflammbar, so ein Kinovorhang, einmal einen Meter. Das mache ich nicht nur, damit der Hintergrund neutral ist, da habe ich echt kein Problem mit. Aber wenn ich jetzt hier blitzen würde und ich habe eine weiße Wand, dann besteht immer die Gefahr, dass die weiße Wand unbeabsichtigt reinreflektiert in die Szene und ja, Streulicht, das was man ja bei Fotografie gerne verhindert. Und deswegen der schwarze Vorhang gibt einen neutralen Hintergrund, verhindert das Reflektieren. Ich hätte ihn bügeln sollen, man sieht bei bestimmten Aufnahmen, dass da Falten drin sind. Ja, das ist halt, wenn man so spontane Aktionen macht, kannst du besser machen, wenn du dich vorbereitest. Ich habe für mich beschlossen, wenn ich eine Idee habe, dann versuche ich sie zeitnah umzusetzen, statt sie perfekt vorzubereiten. Das ist nämlich auch so eine Situation, warum ich dieses Projekt eigentlich schon seit einem Jahr in meinem Ideenbuch habe. Ich habe immer wieder gedacht, das musst du noch vorbereiten, das musst du noch vorbereiten für das perfekte Foto. Das klappt bei mir nicht so gut. Auch bei vielen anderen Projekten habe ich mit Perfektionismus häufig dann mir Zeitprobleme eingehandelt. Probier es auch einfach aus und manchmal entstehen da ja auch ganz lustige neue Ideen. Also mein Fotoprojekt der Alchemist war ja eigentlich auch erst dazu gedacht, den Stroboskop-Effekt eines Blitzgerätes auszutesten und wollte deswegen ein bisschen mit Wasser rumplanschen. Dann habe ich mich aus Versehen selber fotografiert und habe festgestellt, das sieht ja ziemlich cool aus. Und dann habe ich plötzlich was ganz anderes gemacht und dieses Projekt stößt ja auch auf große Resonanz. Ja, heute geht es, wie gesagt, um brennende Streichhölzer. Ich habe, glaube ich, vorhin angefangen und es nicht zu Ende erzählt. Man braucht noch ein Feuerzeug, damit man das Streichholz, was hier eingeklemmt ist, entzünden kann. Mit der Reibefläche wäre vielleicht interessant, das zu sehen, wenn man das wirklich so einfangen kann. Aber es ist schon sehr schwierig. Deswegen macht man das so warmduschermäßig mit dem Feuerzeug oder man stellt eine Kerze drunter. Ja, der Disclaimer für alle, die immer nach Negativen suchen, mit Feuer ist gefährlich. Es sind zwar nur Streichhölzer, die im Haushalt durchaus vorkommen, aber man kann ja nie wissen, wie gesagt. Deswegen ist der Stoff, den ich im Hintergrund nutze, auch schwer entflammbar. Also es sollte kein Synthetik sein. Das geht dann wirklich schnell in Flammen auf. Aber ich meine, wir sind hier, ich richte mich an Erwachsene und nicht an Vorschulkinder. Das solltest du schon wissen. Das war meine Vorrede. Und jetzt geht es gleich los. So, mal kurz das Setup erklären. Mini-Stativ kann man immer brauchen. Hier eine kleine Klemmhalterung, die man auf das Stativgewinde schrauben kann. Das Streichholz. Leider habe ich die Kaminhölzer nicht gefunden. Das ist jetzt doch so ein ganz bisschen popelig. Ja, ob das im Hintergrund zu sehen ist, diese Halterung. Müssen gleich sehen, hier liegt der Blitz. Erst habe ich ihn auf dem Stativ gehabt, dann habe ich mir gedacht, wenn es ein bisschen Qualm aufzieht, dass der Blitz da so von unten reingeht, nicht so stark. Der ist auf 1/64 eingestellt. Das Feuerzeug, mit dem das Streichholz angezündet wird, dann über die Reibfläche, das wird alles nicht klappen. Hier die Kamera, eingestellt auf 21 DIN 100 ISO, verbunden mit Fernauslöser zum Auslösen der Kamera, verbunden mit Fernauslöser für den Blitz. Das ist so eine Art Yongnuo-Nachbau, werde ich mich vielleicht auch noch mal zu äußern. Blende 11, Brennweite 85 mm, nativ, also auf Vollformat 85 mm. Da ist man hier schon an der Naheinstellgrenze. Das zählt ja fast schon als Makro, weil ich schon drauf und dran war, einen Zwischenring zu benutzen, um näher ranzukommen. Ja.
kleine Falle. Man muss ab und zu mal hier einen Auslöser drücken, damit im Energiesparmodus nicht alles abgeschaltet wird. Jetzt nochmal die Schärfe kontrollieren. Bei jedem Einsetzen der Streichhölzer verschiebt sich das ein bisschen. Jetzt kommt eine große Birne vor das Video. So, das müsste einigermaßen passen. Autofokus ist natürlich ausgeschaltet. Das gibt sonst meistens Überraschungen. Der Art, wie man sie nicht möchte. Jetzt komme ich mal rum. So. Jetzt hocke ich hier den Fernauslöser in der Hand. Das ist ein schwarzes Tuch, damit der Hintergrund nicht noch irgendwie reflektiert, wenn man mit Blitz arbeitet. Und die weiße Wand könnte auch noch im Rohr als hellgrau, dunkelgrau auftauchen, deswegen schwarzen Vorhang. Ist sogar Kinovorhang, also schwer entflammbar für dieses kleine Experiment oder Fotoshooting. Sicherlich keine schlechte Idee. Leider keine feuerfeste Unterseite, Stellfläche in dem Sinne, es ist ein Schreibtisch. Ja, aber ich meine, ein Streichholz ist jetzt ja nun auch nicht irgendwie eine Thermitfackel oder sowas. Das Streichholz kann man, wie gesagt, nicht anreiben, das würde alles nicht klappen, das wird angezündet. Ich mache mal einen Probeschuss und da habe ich mich selber ausgetrickst. Wie ich eben gerade gesagt hatte, der Energiesparmodus beim Blitz hatte wohl gerade eingesetzt und das Streichholz war leicht entflammbar. Dann geht es zum nächsten Versuch. So, jetzt erstmal von hier unten ein bisschen. Das ist das Schöne, wenn man den Blitz mit reduzierter Leistung nutzt. Er ist sofort einsetzbar, obwohl es nur ein 30-Euro-Blitz ist. Also das schätze ich wirklich an den neuen manuellen Blitzen. Man kann sie sehr gut steuern und ja, sie erfüllen ihren Zweck. Was ich auch sehr schätze, ist diese ganze Fernauslöserei. Das geht natürlich auch mit einem kabelgebundenen Fernauslöser. Dann hätte ich aber natürlich immer die Gefahr, dass hier ein Kabel ins Bild vielleicht rauscht, dass ich irgendwie hier hinter mich verheddere oder das Tuch anhebe. Also so eine Funkgeschichte ist jetzt kein übermäßiger Luxus. Also es sind ja eigentlich die Blitzauslöser von Yongnuo. Ich benutze sie fast ausschließlich zum Fernauslösen der Kamera. Und wenn ich diesen, ich will jetzt nicht sagen No-Name-Blitz, aber Andor, wie auch immer, den nutze ich manchmal so auch für unterwegs. Der ist auch fernauslösbar. Ich wollte jetzt auch mal bewusst diesen einfachen Blitz verwenden, weil ich mir den so als Backup und Ergänzungsblitz gekauft habe, was der wirklich taugt. Nicht, dass man immer nur denkt, naja, habe ich eine Reserve und wenn man sie mal braucht, dann merkt man, wie scheiße die Reserve ist. Also bisher schlägt er sich ganz gut. Ich werde auch noch mal einen Vergleich machen zu den Original, sage ich jetzt mal, Yongnuos. Und jetzt mache ich noch ein, zwei Aufnahmen, mal sehen, was dabei rauskommt. Ist ja alles so ein bisschen Glückssache. Ich werde jetzt nochmal den Blitz aufstellen, so wie man sich das vielleicht gedacht hat. Ich bin immer der Meinung, man sollte möglichst viel on location, wie es so schön heißt, also mit normalen Fotografieren rausholen. Und deswegen gebe ich mir jetzt auch hier ein bisschen mehr Mühe und mache noch ein Foto und noch ein Foto. Und gucke auch ab und zu mal auf die Vorschau, was ich sonst nie mache. Also erkennbar ist hier immer was. Man sollte die Displays nicht überbewerten. Nur wenn es immer schwarz wäre, dann wüsste man, man hat das grundsätzlich falsch gemacht. Ja, das sieht doch mal ganz gut aus. Dann machen wir gleich noch eins. Jetzt einfach mal zum Ausprobieren, mal ein paar Streichhölzer mehr. Es gibt hier so ein schönes, heimliches Aroma. Was machen wir mit dem Blitz? Lassen wir den nochmal so. Ich habe es jetzt nicht genau kontrolliert, aber ich denke mal, der ist zu hoch. Wir machen den mal ein bisschen.
Also man muss ja natürlich auch noch irgendwie dran vorbeikommen. Ups. Mit der Hand, um das Streichholz anzuzünden. Ein Probeschuss. Blitz ist aufgewacht. Nochmal sicherheitshalber ein Probeschuss. Okay. Feuerzeug. Ja, man kann natürlich dran denken, seine Flossen rechtzeitig aus dem Bild zu nehmen. Jetzt ist auch wieder das Schöne, dass man bei der Canon Spiegelreflex das Speicherkartenfach noch aufkriegt, ohne die Kamera demontieren zu müssen. Ich werde das jetzt mal machen, aber ich bin ziemlich sicher, dass ich jetzt ein, zwei Bilder habe, die was taugen. Und ehrlich gesagt, wenn von so einer Session ein Bild was geworden ist, bin ich ja eigentlich schon zufrieden. Warum soll man von 50 Bildern 49 gute haben? Dann hat man eigentlich 40 zu viel gemacht. Mal sehen, was jetzt bei rauskommt.